Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Ja, ich bin mal wieder ein wenig ausgerastet. Und zwar, ja, wie es so üblich ist, habe ich wieder Dinge gekauft, die ich brauchte. Und die Dinge, die ich richtig dringend brauchte, habe ich nicht gekauft. Aber nichts Neues bei mir. Übrigens findet in diesem Video auch noch eine Verlosung für euch statt. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Ich dachte, was kann man denn mal verlosen? Ich hoffe, ihr findet es cool. Ihr werdet das auf jeden Fall noch im Video sehen. Und zwar ist das für die 600 Abonnenten. Und nochmal zu der letzten Verlosung. Die Gewinnerin hat sich leider nicht bei mir gemeldet. Deswegen wird der ganze Spaß neu ausgelost. Und zwar schreibe ich euch jetzt hier den Namen hin für den Gewinner der 500 Abonnentenverlosung. Der anderen tut es mir leider leid, aber ich habe eine Zeitspanne gesetzt und du hast dich leider nicht gemeldet und das Video haben auch nicht so viele gesehen. Deswegen tut es mir leid und vielleicht werden wir bei diesem Video fündig nach einem Gewinner, sonst wird es immer weiter verlost, haben wir genug teilgenommen. So, aber fangen wir an. Und zwar, was haben wir an? Was haben wir denn eingekauft? Also diesmal ist es sehr Beauty-lastig. Und zwar fange ich mal. Ja, okay, mit was Langweiligem fangen wir an. Und zwar habe ich von Evelyn mir die Feuchttücher mal wieder mitgenommen. Ich hatte die ja schon mal, ich weiß nicht, die gibt es auch mit einem weißen Deckel. Ich habe mir die Packung bestimmt eine halbe Stunde angeguckt, wo der jetzt der Unterschied ist. Ich wollte die jetzt mal ausprobieren, aber ich glaube, es sind einfach die gleichen, nur mit einem anderen Deckel. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr den Unterschied kennt, sagt mir das. Ich hatte sie halt immer auf dem Schminktisch und ich habe sie in letzter Zeit richtig vermisst. Deswegen habe ich sie nochmal geholt, auch wenn die irgendwie so ein bisschen klobig da aussehen. Aber sie sind einfach praktisch, deswegen mussten sie mit. So, dann habe ich, ja, die besten Lipglosse überhaupt. Ich habe den in Lover, die Nummer 15, mitgenommen. Der ist auch sehr, sehr vergriffen. Also den feiern wohl mehrere diese Farbe. Habe ich mir mal wieder mitgenommen. Also übrigens kann ich nur empfehlen, die halten wirklich sehr, sehr lange. Und ich kenne sehr, sehr viele, die sehr begeistert davon sind. Deswegen, ja, der ist von Maybelline Superstay Matte Ink. Ja, wie auch immer. Den habe ich. Ich habe schon einen davon und ich war so begeistert, dass ich mir den jetzt nochmal geholt habe. Sorry, das war meine Schale. Ich sehe gerade. Ich weiß nicht, ob der schon offen war, weil das hier so. Naja. Ich hoffe mal nicht. So, machen wir weiter. Noch ein Beauty-Produkt und zwar dieses hier. Ich Sale-Opfer. Es war im Sale für 2,25. Und ja, HD Active Performance Primer mit Sonnenschutz. Ja, ist hier in Deutschland aktuell leider nicht so nötig, der Sonnenschutz. Aber ja, der soll auch wasserfest sein, Pore Minimizing Effekt. Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich von von der Foundation da, von der Marke von Catrice, sehr begeistert bin. Deswegen dachte ich, warum nicht mal bei einer Marke bleiben? Und ich teste das einfach mal aus. Kennt das jemand? Schon mal getestet? Was mich ja tatsächlich eigentlich nervt, mich diese Pipette ungemein. Aber ich liebe zum Beispiel auch die Foundation davon, deswegen habe ich gesagt, okay, weil es ist bei mir immer eine Sauerei. Wie gesagt, ich probiere es aus. Ich werde euch auf jeden Fall im Aufgebrauch davon berichten. Dauert aber ein bisschen, ne? So, machen wir weiter. Nochmal was Langweiliges, aber ich fand es sehr hübsch. Hier nochmal so eine Tempobox. Ich war ja gut erkältet und irgendwie kam das gestern Nacht wieder hoch, deswegen passte das ganz gut. Die habe ich immer so im Schlafzimmer stehen. Ich finde die echt ganz niedlich eigentlich. So, dann, ja, für die Kleine nochmal habe ich mal. Oh Gott, das war auch so unmenschlich teuer. Über 2 Euro, glaube ich. Aber das war ohne Apfel, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Wir sind übrigens von dieser Mogli-Marke eh sehr begeistert. Und das sollen jetzt so Erdbeerstreifen mit Chia sein. Und ich dachte, das könnte man auch gut mal ins Müsli mischen und als Snacks für unterwegs, weil diese ganzen Hirse oder Hirsekringel oder wie heißen. Ist die Kleine nicht mehr. Also nur wenn sie kurz vorm Sterben, vorm Verhungern ist. Deswegen dachte ich mal, was anderes. Vielleicht schmeckt es ihr ja. Und ja, soll wohl ohne Zucker sein. Ich gucke gerade mal. Nee, der Zucker ist in den Kohlenhydraten. Deswegen mal schauen. Falls das jemand kennt, bin ich sehr gespannt, wie ihr das so findet. Ich finde die Marke halt echt teuer, aber echt auch gut. Also von den Quetschis her. Ja, dann habe ich aber noch zwei Quetschis von Fruchtbar mitgenommen. Der ist hier neu. Ist auch ohne Apfel, dafür mit Birne. Birne bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Ich probiere es mal aus. Also es ist Himbeer, Banane, Birne. Mal gucken, ob sie das mag. Achso, mit Haferdrink. Mal gucken.
Außerdem ist er pink, ne? Der muss ja sowieso mit, der ist mir gleich ins Auge gestochen. Ja, und den Klassiker hier, den Heidelbeer-Banane-Reis haben wir wieder mitgenommen. Und den Kiwi-Erdbeer-Banane-Zwieback. Übrigens, zu den Quetschis, ich versuche ihr nicht mehr so viele zu geben. Wirklich, ich habe es eigentlich nur so, wenn wir wirklich Ausflüge machen für Notfall für unterwegs. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sobald hier jemand auf sie aufpasst, ist das Erste, was die Leute hier immer finden, irgendwie Quetschis. Und oh, sie futtert einen nach dem anderen und denkt immer so, nein. Aber gut, bei mir auf jeden Fall nur wirklich in Ausnahmefällen, wenn wir wirklich einen großen Ausflug machen, wenn man wirklich ein paar mehr Snacks für den Tag braucht, finde ich die super. Ansonsten versuche ich das eigentlich zu vermeiden. So, mit was machen wir denn weiter? Ich habe mir was gekauft. Und zwar habe ich jetzt einmal von Paola diesen Soft Cleansing Foam. Erstmal finde ich, sind Waschschaum immer super. Ich hatte mal einen, Gott, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke, aber der war irgendwie, glaube ich, für trockene Haut. Und meine Haut ist halt nicht trocken. Meine Haut ist einfach normal. Die ist nicht zu fettig, nicht zu trocken. Und gerade wenn ich diese Produkte für trockene Haut benutze, dann ist es so ölig. Und ich habe immer mal so einen Schaum gesucht für normale Haut. Und jetzt habe ich den von dieser Paola, ich weiß gar nicht, wie man diese Marke ausspricht, mal mitgenommen. Und vom Preis her fand ich den auch echt günstig. Ich wollte eigentlich von, ich zeige euch das gleich mal, da habe ich jetzt nämlich dieses Micellenwasser mal mitgenommen. Von BB habe ich super gerne das Waschgel. Das wollte ich eigentlich mitnehmen, aber ich glaube, der war hier sogar noch entweder preisgleich oder kostengünstiger. Ja, deswegen dachte ich, probiere ich den nochmal aus. Ich wollte zuerst auch das Abschminkzeug da mitnehmen, aber es war eher so ein Abschminköl und ich stehe eigentlich eher auf so ein Micellenwasser. Ich mache es immer danach. Ich wasche erst mit dem Schaum und dann mit dem Micellenwasser. Deswegen fand ich das mit dem Öl, das müsste man ja dann irgendwie vorher machen. Ah, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es so gemacht. Ich glaube, der kostet 2,25. Fand ich vollkommen in Ordnung. Sogar zu den Preiseinstiegsmodellen hält er echt ganz gut mit und sieht, finde ich, sehr hochwertig aus. Also finde ich schön in meinem Bad. Ja, deswegen haben wir mitgenommen. Ja, dann seht ihr hier noch das Micellenwasser, habe ich jetzt diesmal von BB mitgenommen und steht auch neu. Wusste ich gar nicht, habe ich nämlich vorher auch noch nie gesehen. Ist leider auch für empfindliche, trockene Haut. Ich probiere es einfach mal aus. Aber ich dachte, da ich von dem Waschgel so begeistert bin, kann das auch nur gut sein. Ja. Und ich finde, das ist eine echt große Packung. Ich weiß gar nicht, ja, 400 Milliliter. Und ist es auf jeden Fall günstiger als das Garnier-Micellenwasser. Deswegen, I try. So, dann können wir ja auch mal mit dem Verlosungsding anfangen. Oh Gott, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und zwar habe ich jetzt mal eine Palette von Boutique mitgenommen. Ich dachte, es kennt ja jeder aktuell und ich kann euch das auch gleich mal von innen zeigen. Das ist von diesem Colors-Ständer gewesen. Ich dachte, ihr freut euch vielleicht darüber. Vielleicht packe ich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten mit ins Paket, aber das war jetzt zuerst mal so dieses Hauptsächliche. So sieht die aus. Die heißt Y-Fever oder Y-Fever. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ihr freut euch und ich fand die Farben, Leute, eigentlich mal ganz cool. Ist auch wieder so ein bisschen schlicht und ich denke für jeden was dabei. Das war mir immer wichtig, weil ich finde es so schwer, was zu verlosen, was irgendwie zu jedermann passen könnte. Ich hätte auch gerne mal so Babysachen verlost, aber da denke ich immer so, es guckt auch nicht, es gucken ja nicht nur Mamas die Videos, weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt die Palette mal mitgenommen. Kann sich jeder mal dran versuchen. Es ist ja momentan auch recht gehypt, dieses Boutique. Ich habe selber nichts davon. Deswegen. Ich gebe es jetzt an euch, bitteschön. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist ein Kommentar mit Hashtag Verlosung in die Kommentare schreiben und natürlich meinen Kanal abonniert haben und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ich glaube, ich halte es dieses Mal recht einfach, ohne Zahlen und hin und her und werde einfach mal so ein Gewinner auslosen. Wie lange die Verlosung geht und alles, schreibe ich euch alles nochmal in die Infobox, die wichtigen Daten und... Ich wünsche euch ganz viel Glück und auch, ich hoffe, die Gewinnerin der 500 Abonnenten-Verlosung meldet sich. So, wo wir gerade auf dem Beauty-Trip sind, machen wir gleich weiter mit meinem Highlighter. Der ist jetzt auch mal leer gegangen, den seht ihr bald im Aufgebraucht-Video. Die Kleine hat die ganzen Regale leer geräumt, deswegen musste ich mich schnell entscheiden. Ich habe einfach den von Catrice wieder mitgenommen, High Glow, den ich vorher auch hatte. Einfach die gleiche Version wieder. Ich fand den völlig in Ordnung, deswegen... haben wir den wieder mitgenommen. Das
gab aber auch ganz andere tolle Highlighter. Aber wie gesagt, keine Zeit, schnell gegriffen, musste mit. So, dann habe ich mal wieder, da ich ja gerade in meinem Ausmistwahn war, ich weiß gar nicht, ob ich das Video dann schon hochgeladen habe oder ob das hier zuerst kommt, wie auch immer, habe ich sehr, sehr viel weggeschmissen, verteilt, wie auch immer. Deswegen mussten neue Tüten her. Oh, ich sehe gerade jetzt erst, dass ich die mit Frische Zauber gekauft habe. Finde ich immer gut. Ich nehme auf jeden Fall immer die mit Henkeln, finde ich am praktischsten. Und ja, 25 Liter reichen auch, weil ich muss sagen, wenn ich die größeren Beutel nehme, fängt es mir immer an zu stinken. Deswegen bringe ich jetzt jeden Tag Müll runter. Deutlich besser. So, jetzt gibt es noch eine Sache, da könnt ihr mich auslachen. Das war wieder so ein Impulskauf auf meinen Hunger hinauf. Und zwar fand ich das aber sehr interessant, und zwar Kichererbsen-Chips. Ich habe für die Kleine ja auch ganz viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Süßigkeiten, eher Snacks, die auch aus Kichererbsen gemacht sind. Ich bin durch meine Weight Watchers-Suppe, durch meine Weight Watchers-Woche auch total der Kichererbsen-Fan geworden. Deswegen, ja, finde ich das immer eine ganz gesunde Alternative. Ich glaube, von den Kalorien her, ich guck mal. Okay, macht das keinen Unterschied. Auf 100 Gramm auch 489 Kalorien. Ich glaube, das ist wie bei normalen Chips auch. Aber trotz alledem wollte ich das gerne mal ausprobieren. Und habe ich jetzt auch endlich mal wieder was zu naschen zu Hause. Ja. Übrigens von der DM-Marke, falls ihr es nicht gesehen habt. Dann habe ich noch eine vorletzte Sache. Und zwar habe ich... Ist das irgendwie eine neue Verpackung? Eine größere? Oder... Yes. Oder ich habe einen Fehlkauf gemacht. Ja, habe ich. Alter, ich bin so bescheuert. Ich habe im Laden 7-mal geguckt, ob das nicht das Wollwaschmittel ist. Ich wollte nämlich das normale. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich hier statt Wollwaschmittel 7-mal Vollwaschmittel gelesen habe. Ja, jetzt haben wir Wollwaschmittel. Ich weiß nicht, ob ich das auch in die normale Wäsche tun kann. Oh Mann, ich will jetzt nicht die große Packung wegtun, zumal meins echt leer ist. Na gut. Ich probiere es einfach aus. Oh Mann, ich bin so ein Dulli. Passiert euch das auch, dass ihr was lest? Und ich habe wirklich oft nachgelesen, ob das wirklich das Vollwaschmittel ist. Weil mir das schon mal passiert ist mit dem Weichspüler. Na gut, wie auch immer, ich habe jetzt ein Wollwaschmittel statt einem Vollwaschmittel. Und ich hoffe, die Sachen werden trotzdem sauber. Dann muss ich einmal hier rübergreifen. Das hatte ich gestern nämlich, musste ich schon benutzen. Habe ich für die Kleine mal endlich eine Bodylotion mitgenommen. Ich hatte die ganze Zeit immer nur dieses blöde Öl und oh, weiß ich nicht. Und dann ist da irgendwie ein Krümel auf dem Wickeltisch und das klebt alles und weiß ich nicht. Und habe mich jetzt für dieses Bübchen, für Bübchen entschieden. Das war auch somit das Einzige, wo ich dran schnuppern konnte. Und oh mein Gott, Leute. Also, ich bin richtig der Geruchsfan davon. Also, ich finde, das riecht so gut. Ich habe die Kleine gestern nach dem Baden damit eingecremt. Oh mein Gott. Und die ist auch ganz leicht. Also, für mich selber meinte ich immer, mag ich diese leichten Bodylotions nicht so gerne. Aber die zieht auch, seht ihr, zieht super schnell ein. Ist total, ja, ich weiß nicht, dünn und fein. Ist auch für sensible Haut, für groß und klein. Ich glaube, Frau Groß wird die auch mal mit benutzen. Ist auch die Mutter mit abgebildet, kann ich auch. Hier steht auch Familienpflegelotion. Also ich finde die tipptopp. Ja. Ach ja, steht auch nochmal, spendet 24 Stunden Feuchtigkeit und zieht schnell ein. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen schon mal. Und riecht vor allem mega gut. Da muss ich sagen, riechen die Eigenmarken, die ich bisher hatte, die Billigversion, mochte ich vom Geruch her nicht so gerne. Zumindest das Öl nicht. Aber das ist ja immer Geschmackssache. So. Ich glaube, wir sind durch. Ach ja, die Tasche habe ich natürlich auch noch gekauft, weil ich ja eigentlich da war, um nur Geschirrspültabs zu holen. Und das Waschmittel, das hätte ich noch in die Hand gekriegt. Naja, lassen wir das. So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Nehmt wieder fleißig an der Verlosung teil. Ich fand das so super, dass so viele letztes Mal mitgemacht haben. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr der nächste Gewinner sein könnt. Und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.